one of these decisive battles would take place. Wir warten schweigend. Denn würden wir sprechen, käme die Wahrheit heraus. Nämlich, dass eine Niederlage hier das Ende unserer Armee und vielleicht sogar des Reichs bedeuten würde. Wir sind 19 Kilometer marschiert. Und ständig dachten wir an weitere Kämpfe gegen die Russen. Es war die reinste Folter. General Hotzendorf kann nicht erwarten, dass wir weitergehen. Mit der Zeit wird die seltsame Stille der Stadt immer unheimlicher. Die Männer starren nur nach vorne und warten auf die Schlacht. Wo bleiben die Russen? These are grave times. We must hold up. Haltet dieses Ziel! Ziel nicht verlieren, verteidigt es! We are losing objective Butter. We have lost objective Butter. Wir müssen das Ziel erobern! Verteidigt das Ziel!
Kommissär, ein Sanitäter! Speer! Seht ihr ihn? Sturmsoldat abgesichtet! Verteidigt das Ziel bis zum letzten Mann! Das ist ein feindlicher Sturmsoldat! Munition, bin leer! Da drüben, Sperre! Lost objective apples. Half of the enemy forces are gone. Das Ziel darf nicht fallen! Verteidigt es! Gesichtet! Sperr gesichtet! Dieses Ziel nicht kriegen, verteidigt es! Feindlicher Speer gesichtet! Ein Speer! We are losing water. Feindlicher Soldat! Ich habe Sichtkontakt zu einem feindlichen Soldaten. Erobert dieses Ziel. We have lost objective Butter. We have lost the sector. Es ist eine ihrer Spieler. Feindliche Kavallerie, da!
Das Ziel verteidigen! Soldat gesichtet! Feindlicher Soldat gesichtet! We are losing objective apples. Verteidigt das Ziel! Hey, ich brauche Munition! Das ist ein Speer! Vorsicht! Ein Soldat! Wir müssen dieses Ziel um jeden Preis halten! Ich habe hier einen feindlichen Speer! Remains ours, but dark clouds gather again. The final attack is coming. Let us show these Russian dogs that we Habsburgs can never be beaten. The enemy is being reinforced with an armored train. Wir müssen das Ziel um jeden Preis halten.
Verteidigt das Ziel! Verteidigen das Ziel bis zum letzten Mann. Aufpassen, ein Speer! Maschinengewehr, eindeutig feindlich! Verteidigen! Vorsicht! Feindlicher Panzerzug! Das Ziel darf nicht fallen! Verteidigt es! Panzerzug, vorsichtig! We are losing objective Butter. Das Ziel verteidigen! We have lost objective. Da drüben, Speer! Wir müssen dieses Ziel um jeden Preis halten. Wir verteidigen das Ziel bis zum letzten Mann. Feindlicher Soldat! Ein Speer! Da! Feindlicher Soldat!
Deckung! Feindsoldat in Sicht! Ziel! Jetzt an die Täter gesichtet! Ich hab hier einen solchen Messer! We are losing objective Butter. Ein solchen Messer von der Gegenseite! Ich brauche Munition, schnell! We have lost objective Butter. Wir müssen dieses Ziel verteidigen! We are losing objective Apples. Vorwärts! Erobert das Ziel dort! Feindlicher Reiter, da drüben! Schick dir eine Granate! Wir müssen das Ziel um jeden Preis halten! We are losing objective Butter. Erobert das Ziel. We have lost. Sie dürfen dieses Ziel nicht kriegen. Verteidigt es. Verteidigt das Ziel!
dort ab! Beste Granate! Sperr gesichtet! We are losing objective apples. Wir dürfen das Ziel nicht verlieren. Verteidigt es! Einer ihrer Speer! Ich brauche Munition! Aufpassen! Weiß nicht, Herr Soldat! Da vorne ein Sanitäter! Da ist der Sanitäter, da! The enemy has reached the final objective. Sanitäter, bin getroffen! Ich brauche Munition! We have lost objective. Verteidigt das Ziel! Munition, zu mir! Behandeln. 50 attackers remain. Verteidigt das Ziel bis zum letzten Mann! Soldat da drüben! Erobert das Ziel dort. MG,
feindlich! Das ist einer ihrer Soldaten! Wo war das verdammte Ziel? Sanitäter gesichtet! Wir haben das Ziel verteidigt. We have won. You soldiers have fought off the Russian invaders. The German armies will soon join us to push them back through the mud. The Emperor salutes you. By the beginning of 1916, it was becoming increasingly clear that Russia could no longer sustain the losses from several failed operations while maintaining loyalty to the autocratic and ever more dysfunctional monarchy of Tsar Nicholas II. If the Austro-Hungarians had managed to halt the first Brusilov advance, inflicting further wounds on Russia, it is likely that anger amongst the people at home would have ignited the revolution immediately, leading to the Bolsheviks pulling Russia out of the war before the winter set in. A huge blow to the Allied alliance.